Grüezi und herzlich willkommen bei Rallentando. Was für Neuanfänge kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie in Ihrem Leben zurück und führen schauen? Mich nimmt es Wunder, aber leider können wir uns nicht darüber unterhalten, weil Sie am Bildschirm sind und ich da. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie mir zuhören mögen bei den Gedanken, die ich mir zum Thema Neuanfang gemacht habe. Bleiben Sie dran. Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Bis nachher. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser 4, Vers 23 bis 24. Neuanfang. Etwas, was gerade jetzt zur Zeit der Pandemie sehnlichst erwartet wird und was sich offenbar laufend verzögert. Sogar die Natur scheint dieses Jahr mühsam mit ihrem Neuanfang, mit dem Frühling. Immer noch sitzen wir dick vermummt da aussen, obwohl es schon Mitte April ist. Neuanfang ist ja eigentlich ein unlogisches Wort, ein Pleonasmus. Weil ein Anfang ist doch immer neu, sonst wäre es ja kein Anfang. Aber irgendwie braucht es den Zusatz «neu» glaub ich, gleich noch. Vielleicht ist es darum, weil die alten Anfänge, also die früheren Anfänge, in der Erinnerung ja auch noch da sind. In der Bibel ist der Neuanfang sehr ein grosses Thema. Und für mich eins, wo ich persönlich theologisch eher ein bisschen Mühe hatte damit. All die Bibelstellen von der Erneuerung, wo man den altsündigen Mensch ablegen und einen neuen Mensch werden und am besten gerade jeden Sonntag wieder neu, die haben mich schon immer ein bisschen abgeschreckt. Und so richtig verstehe ich es nach wie vor nicht wirklich. Wie soll ich ein neuer Mensch werden? Oder warum soll ich ein neuer Mensch werden? Ich bin doch ich. Mit dem, was ich von Geburt her mitbringe und seitdem jeden Tag mitgenommen habe. Mit meiner Geschichte, meinen Erfahrungen, meinen Voraussetzungen. Und sogar wenn ich das alles loswerden will, dann kann ich das ja gar nicht. Das zeigt aktuell der Umgang mit öffentlichen Personen recht drastisch. Wer in der Öffentlichkeit auf eine bestimmte Art wahrgenommen wird oder mal wahrgenommen worden ist, der wird das kaum mehr los. Man kann sich entschuldigen, Klarstellungen veröffentlichen, sich erklären. Aber die ursprüngliche Wahrnehmung bleibt. Die Meinungen sind gemacht. Und zwar unabhängig davon, wie viel das die mit der Wahrheit zu tun haben. Sogar Rehabilitationen in Form von Gerichtsurteilen nützen da herzlich wenig. Verurteilt ist verurteilt. Oder ein bisschen milder gesagt, geurteilt ist geurteilt. Unsere Gesellschaft ist da gnadenlos. Und mich dünkt, das Phänomen hat noch stark zugenommen mit der Entwicklung der sozialen Medien. Vielleicht liegt ja der Wert vom theologischen Neuanfang genau auch da. Von den Menschen her geht das nicht. Sie sind unbarmherzig und erlauben keinen Neuanfang. Von Gott her aber geht es, weil er eben barmherzig ist. Und damit ergibt sich für mich gerade auch noch eine neue inhaltliche Füllung von dem Wort «barmherzig». Ein Wort, das ja in unserem aktiven Sprachschatz nur in seiner verneinten Form gebraucht wird. Ich meine damit, barmherzig ist ein Killenwort. Unbarmherzig ist ein normales. Und das Gleiche gilt übrigens für Gnade und gnadenlos. Natürlich sind die allermeisten Leute keine öffentlichen Personen und die Situation, die ich beschrieben habe, trifft auf die wenigsten zu. Aber ist es dann im Privaten so viel anders? Wenn ich ein anderer Mensch werden möchte, ganz neu anfangen mit meinem Leben, im biblischen Sinn neu anfangen, würde das mein Umfeld akzeptieren?
Je nach Situation vielleicht schon, dann mit der Zeit. Aber nie ohne Verlust. Schließlich nehme ich ihm ja etwas weg, nämlich den alten Mensch, den ich vorher war und wo sie sich mit dem arrangiert hatten und es gut hatten. Ich habe den Eindruck, Neuanfang ohne Opfer gibt es kaum. Davon berichtet ja auch die Bibel zur Genüge. Sie ist voll von positiv erzählten Beispielen von Neuanfängen. Aber die haben alle auch eine Schlagseite. Die Jünger, die haben für ihren Neuanfang mit dem Jesus ihr Leben zurückgelassen und ihre Familie im Stich gelassen. Und der Jesus selber ist ähnlich, als er seine Mutter und seine lieblichen Geschwister fortweist und als unwichtig taxiert. Und ganz ähnlich haben auch die ermutigenden Neuanfänge vom Noah über den Abraham und den Lot bis zum Paulus eine Kehrseite. Nämlich das Zurücklassen, der Verlust, das Opfer. Bei einem tiefgreifenden Neuanfang lässt man immer etwas zurück. Und das eben meistens auf Kosten von anderen. Mit einer neuen Liebesbeziehung zum Beispiel. Oder mit der Gründung einer neuen Familie. Das ist amigs ein gewünschter Neuanfang für jemanden der Beteiligten. Für den ganzen Rest ist es ein erzwungener, schmerzhafter Neuanfang. Oder ein moralisch ganz unverfängliches Beispiel, der Eintritt in ein Kloster. Das Buch über die Frau im Kloster Pfarr gibt einen berührenden Einblick ins Schmerzhafte von dem Neuanfang. Es ist schon so, Neuanfänge haben immer auch mit Verlust zu tun. Auch in weniger drastischen Situationen. Beim Zügeln zum Beispiel oder beim Wechsel von einer Arbeitsstelle oder wenn man eine Ausbildung anfängt. Man weiss aus der psychologischen Forschung, dass solche Ereignisse höchst belastend sind. Weil solche Anfänge kleiner sind, sind auch die damit verbundenen Verluste kleiner. Aber auch sie kostet Energie und bedeutet ein Effort. Ein Neuanfang ist im Moment, wo man genau auf der Grenze steht. Es gibt kein Zurück mehr und der Schritt in die Zukunft erfordert Mut. Viel Mut fürs neue Unbekannte. Darum dünkt es mich wichtig, dass man solche Neuanfänge feiert. Dass man sie markiert als einen besonderen Schritt auf dem Lebensweg. Wie man zum Beispiel den ersten Schultag der Kinder mit kleinen Ritualen begleitet. Im Pfarramt ist das ein wichtiger und, wie ich finde, sehr schöner Teil unserer Arbeit. Wir gestalten Rituale zu Anfangsmomenten im Leben und begleiten die Menschen dabei. Taufe, Konfirmation, Hochzeit, aber auch neuere Rituale wie Scheidungsritual und Segnungen. Die Rituale, die helfen, einen Anfang zu setzen. Ein Datum, eine Erinnerung, eine Schwelle. Für das das Neue sich nicht einfach so langsam hineinschleicht. Ein Neuanfang, auch in so einem eher kleineren Rahmen, braucht Mut. Eine spannende, aber auch ungewisse Zeit liegt vor einem. Und da hilft es doch zu wissen, dass die Neuanfänge bei Gott gut aufgehoben sind. Und von da aus löst sich auch mein Unbehagen mit dem Thema nah dies nah ein bisschen auf. Und ich stimme gern ein in die Worte von der Maria Sassin, die ich Ihnen gern mit auf den Weg geben will. Auf neuem Kurs. Ich hisse die Segel mit neuem Mut. Zertrenne schwere Ankerketten jahrelanger Gewohnheit. Und nehme Kurs auf funkelnde Sterne, die mich lockend rufen. Der Wind des Geistes treibt mich voran. Amen.